Zeige ihm auf die schwarze Perle. Gucke mir den Schulter und mache mich auf den Weg. Ich würde ihm folgen. Mhm. Kurzer, grauen, erfüllter Blick auf Avianders Leichnam und ja, dann hinterher. Ja, das Wasser hat sich mittlerweile nicht nur rot, sondern auch schwarz gefärbt und die Niederhöllen stemmen sich hier wohl gegen das letzte Aufgebot. Ihr könnt noch einigen Haien ausweichen, klammert euch dann irgendwie am Rande der Wurzelkaiserin fest, könnt euch da weiter runterziehen, teilweise mit einem gebrochenen Arm von Abelmir oder dem Schlüsselbein oder den zerquetschten Knochen von Rafim wird es einige Zeit dauern. Aber wenn ihr dann im Schutze der Wurzelkaiserin bleibt, die immer mal wieder einige Ignisferobomben ausstößt, oder auch Aquasferobomben von irgendwelchen Priestern von Charybdoroth, ihr seid euch wohl sicher, dass dieser Kampf nur von kurzer Dauer sein wird und die Wurzelkaiserin obsiegt. Aber sie holen euch etwas Zeit raus. Und dann erreicht ihr den Platz, wo die ertrunkene Avianda liegt und die schwarze Perle, die neben ihr liegt. Ich tue, was Jalan tut und fasse die Perle an. Mit deiner letzten verbliebenen Hand. Ja. Wenn da nichts Schlechtes passiert, stecke ich sie ein und wende mich den anderen zu, die sicherlich bis dahin Avianda erreicht haben. Die Kugel ist kopfgroß, die Träne von Schalven. Alles, was du siehst, ist ein gewaltiges Auge. Ein Tempel Paligan. Mit schwarztriefenden Augen. Und den Namen Bahamut. Du bekommst 1W20 Schadenspunkte. Komm, jetzt die 20. Okay, das nehme ich. Dein Arm wird wie unter Strom elektrisiert, als würdest du ein Zitteraal anfassen. Neben dir schwimmt vielleicht sogar gerade einer entlang. Da kannst du sehen, wie dich jemand mit einer Qualle über dem Kopf gepackt hat und wohl wegzieht. Aber du hast die Besinnung verloren. Die schwarzen Strahlen, blitzartig, wie sie dann in deinen Arm gegriffen haben und ein weiteres Mal dich auf ewig zeichnen. Ja, Rafim wäre einfach weitergeschwommen und jetzt würde ich Aviandas Leiche nehmen und versuchen, die so auf Mira festzumachen, dass sie die mitnimmt. Ja. Armin wollte gerade noch das Tuch um ihre Hüfte lösen und das Jalan geben, schlägt sich mit der Hand vor den Kopf und hilft dann Rafim. Ja, derweil könnt ihr sehen, wie die drei Maraskaner Kottnas Hahn, die euch versuchen, so ein bisschen zu helfen. Ihr könnt sehen, wie eine Krake einen Hai umschlingt. Wissen nicht genau, wer auf welcher Seite ist. Zumindest wird der Hai dann hilflos im Griff der Tentakel zappeln, bis er dann stirbt. Eine Delfinschule, die neben euch herumtaucht, durch das grüne Gras hindurch. Und dann weitere Haie attackiert mit gezielten Stößen der Nasen. Ihr könnt dann sehen, wie ein Stachelrochen euch so ein bisschen umrundet. Ein Krakonier, der sich dann wohl von oben mit einem vergifteten Speer auf euch stürzen will, der dann mit einem stachelbewehrten Schwanzschlag zur Seite getorkelt wird. Eine Gruppe von Quallen, die zwischen euch umher schwebt und euch dann so ein bisschen versucht zu begleiten. Und das Feuer der Arche konzentriert sich dann vor allem auch so ein bisschen auf die Meeresschildkröten, die Tokamujak mitgebracht haben. Und könnt dann so versuchen, den Kämpfen zu entgehen. Die Leiche von Avianda auf Mira angebunden. Aus der Höhle raus oder wohin wollt ihr? Zur Oberfläche vermute ich. Zur Oberfläche. Hinter euch noch das gewaltige Knacken einer Malmerschere. Ein nachtschwarzes Exemplar, was da wohl auch aus der Arche herausströmt und versucht euch dann hinterher zu jagen. Die Nachtschere. Aber gemeinsam mit der Deckung der anderen Kreaturen des Meeres, der Hilfe von Schalven, der Geist, der erweckt ist, könnt ihr immer noch spüren, den Herzschlag, der wohl lauter geworden ist in eurem Kopf, die Empfindung oder auch dann die warme Berührung eurer Seele, könnt ihr fliehen. Vorbei an dem Muscheltempel von Nominibal, den Tempeln von Praios und Hesinde, in die Oberfläche tauchen. Neben euch die anderen, die überlebt haben. Und wenn die Wasseroberfläche heller und heller wird, könnt ihr sehen, wie dort wohl Tokamujak-Flöße angelegt haben. Das Überbleibsel der maraskanischen Talucke wohl in euer Schiff eingearbeitet. Eure Mondsilberne Drachenhütte liegt dort ebenso noch. Das
zahlreiche Haie, die tot auf dem Boden liegen. Wenn ihr dann an der Bornländischen Kogge vorbeifahrt, dem versteinerten Schiff, bis ihr auftaucht. Hab ich die Perle jetzt noch? Nein. Oh. Aber die Empfindung von Bahamut, die sich in deinen Geist gebrannt haben. Du weißt, wo er liegt. Oh ja. Aber ich bin noch nicht wach. Wir müssen an Bord, Abelmir, und wir müssen hier weg. Ja. Ich trete mal Wasser und schaue mich mal um, ob wir unser Schiff entdecken. Lass die Beiboote zu Wasser! Kapitän im Wasser! Halt euch! Offiziere von Bord! Ihr könnt sehen, ihr seid wohl einige Meter entfernt von der mondsalbenden Drachentöte aufgetaucht. Ihr könnt sehen, wie wohl einige der Tokamuyaks euch auf die Flöße versucht zu ziehen. Auch noch eine große Schildkröte, die daneben liegt. Aber auch die Beiboote, die jetzt ins Wasser gelassen werden und dann mit wenigen Stößen euch entgegenpaddeln, euch dann ebenso hochziehen. Und zwar alle von euch. Miriam, ja. Die sich die Qualle vom Kopf zieht und euch lächelnd anschaut. Ach, das war aufregend. Aufregend würde ich das nicht nennen. Ihr musstet ja auch nicht das Innere einer Dämonenarche sehen. Kapitän, würde Abelmir mal eine Hand auf die Schulter legen. Ihr seid mein Bruder und ihr wisst deswegen, dass das nötig ist. Sobald ihr an Bord seid, müsst ihr und Sulamin und die Hexe euch vom Magiern durchprüfen lassen. Wir wissen nicht, was die Fischmenschen da unten treiben. Ja, aber zuerst sollte ich noch Timian kümmern. Warum muss ich mal alles anfassen? War ein Desaster, von vorne bis hinten. Um Tote zu beklagen. Ja. Boltax, wo ist Boltax? Sulamin schaut panisch die Leute an, die sie gerade aus dem Wasser gezogen haben. Ist er schon zurück? Nein, der Bordmagier ist noch nicht hier. Verdammt. Wir müssen trotzdem hier weg. Gut. Wenn jemand da unten klarkommt, dann wohl er. Sehen wir zu, dass wir an Bord kommen. Gehen wir zu Jalan. Sind wir im gleichen Boot wie Jalan? Ja, Jalan liegt irgendwo neben dir an Bord gezogen, seine verletzte verbliebene Hand mit schwarzen Blitzen durchzogen und zittert wohl so ein bisschen unwillkürlich. Der Rest des Körpers, nicht nur seine Hand, aber seine Augenlider flattern ein bisschen. Catch doch mal leicht seine Wangen. Wacht auf! Bahamut! Ich schlag mal etwas kräftiger zu. Wacht auf! Au! Abelmir! Na endlich! Paligan! Bahamut! Nersand! Was? Nersand? Kommt, setzt euch erstmal auf. Und sagt diesen Namen nicht mehr. An was könnt ihr euch erinnern? Die Kugel! Ich hab ihn gesehen! Die Perle! Wo ist sie? Wo ist sie? Schaut hinein! Sie ist dort, wo sie sein sollte. Am Grund des Meeres. Ihr habt sie da gelassen? Wir konnten sie nicht anfassen. Sie hat euch sofort ohnmächtig gemacht. Oh. Ja. Nimm erstmal was zwischen die Zähne. Wir müssen euch an die Oberfläche schaffen. Und den Leichnam von Avianda. Ich würde ja gerne weiter mit euch reden, aber wir müssen hier dringend weg. Ja, ja. Kapitän, soll ich die Segel setzen lassen? Abenteuer. Ja, bringt uns weg von hier, so schnell wie möglich. Ei, ich werde euch später erzählen, was mit den Tokamuyak los ist. Ja. Segel setzen! Kapitän, eure Prüfung kann nicht aufgeschoben werden. Ja. Lasst euch Ansehen von der Magierin. Wo ist sie denn hier? Und ich würde mal nach Kohlrab Ausschau halten. Ja, du schickst einen Schiffsjungen los und kannst sehen, wie dann Kohlrab auch zu euch tritt. Ah, ich sehe schon, was das Problem ist. Körperform der Magie. Schaut nach, ob sie nicht beeinflusst sind. Was werde ich tun? Oder findet heraus, ob das wieder weggeht. Ja, sie spricht schon den Ordemakanum, ihre Augen werden blau und betrachtet dann euch.
macht sich einige Notizen auf einem kleinen Pergament und wird danach den Oculus Astralis wirken, um euch ebenso weiter anzublicken. Ja, weil die anderen. Der Diamantis reicht Jalan einer seiner Zigarren, die er jetzt wieder aufgefüllt hat, sobald er an Bord ist. Ja, ein bisschen Rauch in der Lunge hat noch niemanden geschadet. Ja, warum nicht? Wir wissen jetzt, was er sucht. Wo ist... Oh, ja. Haben wir... Ist die Arche tot? Nein, Bruder, ich denke, sie wird entkommen. Die Schlacht da unten ist verloren. Wir hätten zurückgehen und die Niere kappen sollen. Chalvins Geist ist frei, ja? Also erwacht? Das ist nicht so gut. Saphira, was habt ihr da unten gemacht? Es war ein einziges Desaster. Ich sage doch, du solltest sie nicht allein lassen. Sie sind einfach planlos in dieses dämonische Archending reingeschwommen. Natürlich konnte das nichts werden. Dann habe ich versucht, uns aus der Zelle rauszuholen. Dann sind die einfach verschwunden. Die sind, Zulamin meinte, sie sind nicht freiwillig gegangen. Trotzdem, dann kommen sie wieder und ich werde angemeckert? Was kann ich denn dafür? Es ist ein einziges Desaster gewesen. Aber Zulamin hat noch, bevor wir geflohen sind, erwähnt, dass sie mit Chalvin geredet hat. Zulamin, was hat Chalvin dir erzählt? Nichts, was uns in diesem Moment weiterbringt. Diesen Namen, den ihr von Jalan gehört habt, das ist es wohl, hinter dem die Wurzelkaiserin her war. Aber ich kann euch insofern beruhigen, dass Chalvin zwar erwacht ist, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie eine Bedrohung für uns darstellt. Sie sagte, sie leidet, ja, aber wie sie zu mir sprach, wirkte sie durchaus vernünftig. Sie versuchte zu helfen, aber sie wurde unterbrochen, bevor sie meine Frage beantworten konnte. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Unterhaltung in den Offizierssaal, in die Offizierskajüte verschieben. Tut mir leid, ich kann mich gerade nicht bewegen. Wir sehen uns dann. Was? Ich möchte Magistra Kohlrab nicht stören, während sie mich betrachtet. Ja, natürlich. Ja, währenddessen nickt sie wohl. Nein, ihr könnt ruhig gehen. Der Oculus Astralis, meine Selbstbeherrschung wird das wohl überleben. Ihr seid verformt worden, steht aber unter keinem Einfluss. Das sind gute Nachrichten, nehme ich an. Das lässt sich beheben, auch wenn es mich Kraft kostet. Zum Glück seid ihr nur zu dritt. Ein Stigma, ein interessantes Stigma. Seid ihr euch sicher, dass ihr das abgeben wollt? Ja. Es schadet meinem Aussehen. Dann klappen ihre Augen einmal zu, werden wieder aufgemacht und der Oculus Astralis aus ihren Augen ist ebenso verschwunden. Also gut, gehen wir in die Kajüte. Dort lässt es sich besser unterhalten. Also, wir haben unseren ersten toten Geweihten und unseren ersten, ich sag's mal, Reinfall. Nun hat er anscheinend bekommen zu haben, was er wollte, wenn man dieser Perle glauben kann. Uns trifft nicht die ganze Schuld. Dieser Torwaller, war nochmal sein Name, Filiasson, der hat da irgendwas mit dazu tun. Das sage ich euch. Filiasson? Torwaller? Ja, genau, der Filiasson. Den habe ich getroffen auf dieser Insel, als alle verschwunden sind und der graue Nebel alles eingehüllt hat. Also, ne, ich habe ihn nicht direkt getroffen, aber ich habe seine Mannschaft getroffen. Wir haben es zumindest behauptet, seine Mannschaft zu sein. Und er hat einen Fehler gemacht? Etwas losgetreten, was er nicht hätte lostreten sollen? Nein, aber er war da, bei der Insel. Ich habe nicht genau mit ihm gesprochen, sondern mit seiner Mannschaft. Und die Insel war über Wasser. Das heißt, irgendwas muss er gemacht haben.
typisch Torwalder. Erst alles kaputt machen und dann später die Insel verlassen. Genau. Hat nach Elfen gesucht. Elfen habe ich hier noch keine gesehen. Doch, da waren mal Elfen, aber da war die Insel auch noch über Wasser. Als ich dort war, waren dort immer nur diese Sumura. Nun, ich vermute, dass ihr alle unter dem mächtigen Zauber einer Hellsichtskomponente standet. Vielleicht verschoben, tatsächlich. Es gibt so etwas wie den Chrononautis. Allerdings ist das verborgenes Wissen, was euch nicht zuteil wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dort passiert ist, weil ich nicht anwesend war. Vielleicht kann ja die Adepta Minora Padigan etwas berichten. Oder aber ihr, Magister Abelmir. Nun ja, oder seid ihr wie immer zu nichts Nutze? Lassen wir das außen vor. Lasst vielleicht zuerst die Padigan berichten, was sie gesehen hat. Und dann sollte sie hereingeholt werden. Ihr schnippst einmal, einer der Dukatengardisten würde sie dann heranbringen. Dauert einige Zeit. Dann köpft Padigan an. Verbeugt sich einmal vor Rafim und Diamantes und blickt dann in eure Richtung. Selbst euch. So verstanden, Kapitän. Adapter, habt Dank erst einmal dafür, dass ihr uns gerettet habt. Der Kapitän hat einige Fragen an euch. Ich werde sie beantworten, wenn ich kann. Was habt ihr gesehen? Als wir, kurz bevor wir die Arche verließen. Bevor ihr die Arche verließt? Ja. Nun, ihr meint, dass das Wasser einstürmte, nachdem ich euch mit einem Eiszauber aus den Unhölzern befreit habe, ja? Ja. Nun, es war Krieg unter Wasser. Zahlreiche Meeresbewohner, aquatische Lebewesen, die gegeneinander Schlacht führten. Herbeigerufen wurden sie wohl von ihr. Dabei deutet sie einmal in Richtung von Miriam. Und diesem anderen Risso. Den habe ich zwar nicht mehr gefunden, aber... Nun, ich dachte mir, es wäre weise, wenn ich euch zumindest befreie. Ihr hattet also keine Vision? Nein. Ich weiß von keiner Vision. Ich habe mich in den Schatten getarnt und dann zugeschlagen, als ich es für sicher achtete. Sprach, beziehungsweise als Miriam, so ist der Name dieses Individuums, die Schlachtreihen nach unten führte. Eure Rochengestalt war sehr beeindruckend. Wie kommt ihr zu solch einer außergewöhnlichen Wahl? Seekriegsmagie. Wurde für den Seekrieg ausgebildet und deswegen von der Basaltfaust ausgewählt. Sie dachten, dass es nützlich sein würde. Warum sollte ich eine andere Form wählen, die uns nicht hilft? Nun, es gibt vielfältige Meereslebewesen. Ich wählte den Rochen. Nun, es ist ja fast so, als wenn Menschenkenntnis, ob da mehr dahinter steckt? Kannst du machen. Grillst du jetzt wirklich Padigan, weil ihr gewähltes Adlerschwingetier ein Rochen ist? Ich bin neugierig. Ja, Menschenkenntnis, klar. Du weißt nicht, ob sie die Wahrheit sagt. Boah, das ist einfach keine Information. Vielleicht lügt sie gut. Also, vielleicht steckt da was hinter, vielleicht nicht. Würde es helfen, einen Würfel zu schippen? Oder die ganze Probe, die ist also wirklich schlecht? Also bei 2,19, klar würde das helfen. Dann schippe ich das. Das ist immer eine konträre Probe. Mhm. Es steckt nichts dahinter. Also es gibt mehrere Tiere, die wohl sinnig sind. Und unter anderem ist das wohl der Rochen, der tatsächlich, wenn du aus den Schatten operieren willst, Sinn macht. Wenn du einen Frontalangriff machen möchtest, dann wäre vielleicht ein Hai natürlich eine merkwürdige Wahl, aber in Ordnung. Delfine wären natürlich ebenso okay, aber der Rochen für die geheime Seekriegsmagie aus den Schatten ist das tatsächlich schwarz auf schwarz ziemlich gut. Okay. Nun jedenfalls eine hervorragende Zusammenstellung der Gründe, warum wir euch bezahlen, Magister Padigan. Sie verbeugt sich einmal wieder. Nun, ich denke, das war alles. Hat sonst jemand Fragen an unser Bordmager? Nein. Sie verbeugt sich wieder einmal vor Rafim und Diamantes und geht dann wieder.
Ja, Rafim würde jetzt zunicken, die Basaltfaust dankt euch für euren Dienst heute. Mehr als exzellent. Ich bedanke mich für das Lob. Habt ihr alle diese seltsame Insel gesehen? Nein, ich sah in die Vergangenheit. Ich war dort. Und sah... was meint ihr mit Vergangenheit? Nun ja, ich befand mich im Jahr 590 vor nach Bosbrands Fall. 450 Jahre vor unserer Zeit. Darüber habt die Mannschaft auch gesprochen, aber so weit her, wir haben von 1008 gesprochen. Meint ihr, dass wir vielleicht alle an verschiedenen Zeiten waren? Bei mir auf der Insel waren da Hochelfen, bei Diamantes war da hier dieser komische, dorwallische Seefahrer, der Idiot. Und Tsunami, wie war es bei dir? Bei mir waren diese Sumura. Ich denke also, es muss eine sehr frühe Zeitschicht gewesen sein. Konntet ihr mit den jeweiligen Personen dort interagieren oder nur zusehen? Doch, ich konnte mit ihnen reden. Sie haben mir ja davon erzählt, dass der Rochen, der Tierkönig der Rochen, da gefangen genommen wurde und sie ihn befreien wollen. Dann habt ihr tatsächlich die Zeiten gewechselt. Ein sehr mächtiger Zauber. Wie sollen wir den Tierkönig der Rochen befreien, sagt ihr? Genau. Und dafür brauchen wir den Reif der Wellen. Hat davon schon mal jemand gehört? Guck jetzt mal Jana scharf an. Es ist sicherlich möglich, dass Abel, mir und ich in unseren Reisen solchen Gegenstand einmal in die Hände bekommen haben könnten. Oh gut, und dann müssen wir irgendwie diese Elfen finden, weil Elfen? Die singen so ein Lied. Kennt sich jemand mit Elfen aus? Denkt ihr, das ist früher als die Zeitschicht mit den Sumurern oder eher später? Es ist eine gute Frage, aber ich weiß leider über Elfen wenig. Ja, ich vermute, ich auch nicht. Es ist wahrscheinlich früher. Elfen existieren seit vielen Äonen. Ja, aber so an diese Sumerer, du hast doch gesagt, die sehen gar nicht aus wie Menschen, richtig? Ein bisschen wie schlanke Trollzacker, würde ich sagen. Und ist Chalven... Ja... Aber jetzt, wo ihr sagt, genau, die hatten noch nie einen Menschen gesehen. Das hat mich doch sehr gewundert. Oh. Seit wann sind wir denn auf Aventurien? Seit die Güldenländer kamen, denke ich. Nun ja, das ist nicht ganz richtig. Waren die Tulamiden nicht sogar noch vorher hier? In der Tat. Tulams Volk bestand schon bevor der Anlandung der Güldenländer. Und ich habe Teile ihrer seltsamen Sprache verstanden. Vielleicht ist es ein sehr, sehr entfernter Vorläufer des Tulamidischen? Kein Ur-Tulamidia, aber... Also denkt ihr... Ähnlich. Also erst meine Vision, dann die von Tsulamin. Und ja, gut, der Torwaller, der war ja da... Das ist ja nicht so lang her, oder? Rafin, könnt ihr nochmal genau wiederholen, was diese Elfen euch erzählt haben, wie wir diesen... Okay. Befreien wollen. Also, da waren eine ganze Menge Elfen, die standen da und dann haben die so gesungen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch damals, als wir mit dem Bastard von Maraskan verhandelt haben, das erste Mal? Da waren auch Elfen und die haben irgendwie so gesungen. Er schweift ab. Was haben sie genau gesagt? Nicht, was sie gesungen haben. Naja, also erstmal habe ich so einen Elf getroffen und der hat mich vorgestellt und der hat gesagt, er würde mich jetzt zum Sternenträger bringen. Dann haben sie alle zusammen gesungen und dann war ich irgendwie im Traum eines Traums, glaube ich. Er hat gesagt, die wollen diesen Tierkönig befreien und würden ihn momentan verteidigen. Aber sie brauchen den Reif der Wellen. Aber und wenn das so lange her ist, meint ihr nicht, dass das dann längst geschehen ist? Er wusste meinen Namen und hat gesagt, ich soll ihn finden. Nur den Reif der Wellen? Ja, und sie würden hier so ein komisches Lied dabei tragen. Aber ich glaube, das würden sie machen. Nun, der Reif der Wellen, ich habe ihn untersucht. Und er ist nur ein Teilstück. Etwas fehlt noch. Naja, vielleicht haben wir auch nicht den ganzen Reif der Wellen. Man müsste wissen, wo dieser Tierkönig gefangen ist oder war. Oder naja, das müsste hier sein. Also, die standen auf dieser Insel hier. Ihr meint auf der Untergegangenen. Ja, da war sie noch nicht untergegangen. Ist jetzt auch schwer zu sagen, ob das die gleiche ist, aber ich denke es zumindest.
Also ist unsere Aufgabe hier noch nicht vollendet. Naja, also ich denke, wir müssen jetzt erstmal die Reif der Wellen davor vollständigen. Ja. Und wenn da noch etwas fehlt? Ja. Aber keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht müssen wir doch Neuwein nach Zorgan zurück oder Bergelacht nach Elberum. Wie gesagt, ich war 54 Jahre vor meiner Zeit in Elberum und traf diesen Magiergrafen. Er machte mir ein Angebot. Ich solle mich ihm anschließen. Ihr meint den von dem Bild? Ja. Diesen Wahnsinnigen? Tarsonius sah mein Eintreffen anscheinend voraus. Tarsonius? Meint ihr das ernst? Ja. Wer? Borberat. Tarsonius von Betana war sein, nun ja, nennen wir es bürgerliche Name. Borberat. Und er hat euch versucht, Magus? Nicht Borberat selber, nur sein Helfer. Aber er wusste, dass er kommt. Er sah meine Ankunft heraus, ja. Boltax hat doch auch gesagt, dass er den Sphärenschänder zusammen mit dem Künstler des Bildes gesehen hat, als er diesen Zauber gesprochen hat. Vielleicht haben die ja darüber gesprochen, über euch, Abelmir, Kapitän. Ich hoffe nicht, er erwähnte noch zwei Bücher, die ich noch nie zuvor davon gehört habe. Die zwei Brüder nannte er es, glaube ich, und über diesen anderen Namen, er sagte noch etwas, noch ein Buch. Na, vielleicht fällt es mir noch ein. Hat er euch Wissen versprochen? Er sagte, ich solle mich ihm anschließen und ich solle diese Bücher, ja,